Hi, Babes and Apes. Das war doch meine Begrüßung. Die hatten wir noch nicht. Seid wieder herzlich willkommen zu RPG A Day im Jahre 2017 nach Christi Geburt. Doch bevor wir so richtig loslegen, nochmal was in eigener Sache. Im vorangegangenen Part, also zu Frage Nummer 12, kam ich auf John Carters Mars zu sprechen und sprach ihn Barsam aus. Das ist natürlich komplett falsch. Ja, also der Mars von John Carter wird nicht Barsam ausgesprochen, sondern Basum, ja, wie Sum-Sum oder Sum, wie so ein Blitz, der vorbeischießt. Ha? Also Basum und nicht Basam. Wollte ich nur noch mal gesagt haben, denn wir achten ja hier auf die Feinheiten. Woll? Und jetzt geht's mit dem Affentempo hier los. Auf geht's zur nächsten Frage, die da lautet: Beschreibe eine Spielerfahrung, die deine Art und Weise zu spielen verändert hat. Nun, das ist mal wieder keine Frage, sondern wieder eine Aufforderung. Was fällt dem Lefty dazu wohl ein? Mal überlegen. Ha! Jetzt hab ich's. Der Bruchfaktor vom schwarzen Auge. Damals, als wir noch jung waren, haben wir nämlich den Bruchfaktor immer ausgewürfelt. Außer natürlich bei Treffern. Also quasi bei jeder gelungenen Parade. Ob mit Waffe oder Schild. Ganz egal. Nicht bei einer guten Parade oder bei zwei Einsen oder einer Eins, sondern einfach bei jeder gelungenen Parade. Ja, warum haben wir das gemacht? Erstens, eine Waffe kann quasi bei jeder Aktion zerbersten. Und zweitens hatten unsere Helden damals ziemlich schnell immer ziemlich viel Geld beisammen. Keine Ahnung, wie das kommt, ob die Belohnungen in den Abenteuern einfach zu hoch, zu groß waren. Ja. Und je mehr Waffen zu Bruch gehen, desto höher sind die Ausgaben, wenn man sich neue Waffen kaufen muss. Ja, so war das damals. So war jedenfalls unsere Denke. Und jetzt frage ich euch, was glaubt ihr, wie sich das Kampfverhalten damals verändert hatte? Das kann ich euch sagen. Jeder Spielercharakter hatte auf einmal mindestens 3 Speere mit sich herumgetragen und hat diese erst einmal auf die Gegnerschar geschleudert, bevor es zum Nahkampf kam, bevor die Helden zum Nahkampf übergingen. Und zur Sicherheit hatte jeder Held noch ein Zweitschwert bei sich. Ich meine, seid mal ehrlich, welcher Held nutzt denn Speere? Speere sind doch die am wenigsten genutzten Waffen im Rollenspiel. Zumindest war das früher beim Schwarzen Auge so. Das war allerdings auch die Zeit, wo wir richtige Regelfanatiks waren. Je mehr und kompliziertere Regeln für jede noch so geringschätzige Situation und Möglichkeit, desto besser. Bis wir dann gemerkt haben, ja,
bis wir dann gemerkt haben, dass dies die Spielgeschwindigkeit erheblich ausgebremst hat. Nicht nur im Kampf, ja. Und so haben wir die Regelnutzung wieder zurückgeschraubt. Es gibt Rollenspiele, deren Regeln das Flair und das Setting unterstützen. Doch das bedeutet nicht, dass ein System mit vielen und oder komplizierteren Regeln oder komplexeren Regeln das bessere System ist. So, jetzt habe ich mir halbwegs, mich halbwegs erinnert, was meine Art zu spielen verändert hatte. Also wie gesagt, wir sind von diesem Bruchfaktor auswürfeln bei jeder gelungenen Parade wieder abgekommen. Aber ein richtiges, bedeutsames Erlebnis, das mein Spielverhalten oder meine Art zu spielen verändert hat. Was habe ich leider nicht. Ja, also so ein Erlebnis oder irgend sowas. Ja. Hauptsache ist doch, ihr habt Spaß. So, Babes und Apes. Na, ich finde den Spruch einfach klasse. Ich danke wieder fürs Zusehen und Zuhören. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Euer Lefty.